Meine Erkrankung nennt sich, glaube ich, Sehnerventrophie. Ich hasse es, über Gleise zu laufen. Aber wenn man aufmerksam ist, dann wird man auch nicht von der Straßenbahn überfahren. Ich hatte das zweimal tatsächlich, dass Leute angefangen haben zu weinen, als sie mich gesehen haben. Was? Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mr. Blind Life hier wieder mit einem weiteren Video. Blind ist nicht gleich blind. Wieder tolle InterviewpartnerInnen. Ja, Genderform richtig und so. Und heute habe ich auch wieder eine junge Frau, die uns einiges über ihr Leben erzählen wird. Was ich zu mich sehr interessant finde, ich hatte natürlich vorab schon mal so ein bisschen mit ihr gesprochen, aber was sie uns jetzt erzählen wird, erfahrt ihr nach dem Intro. Stell dich doch mal vor, bitte. Hallo an alle, ich bin Jada, ich bin fast 20 und ich komme aus der Nähe von Bremen. Genau, ich bin vollblind, also ich sehe gar nichts. Ich habe früher Licht wahrgenommen, das habe ich aber im Laufe der Zeit quasi verloren. Genau, ich bin, also ich habe 2019 mein Abi gemacht und bin dann nach Hannover gezogen. Beziehungsweise vorher, also vor dem Studium habe ich, also direkt nach dem Abi, so eine Art blindentechnische Grundausbildung gemacht, also um quasi nochmal so die wichtigsten Fertigkeiten und Mobilitätstraining und sowas zu lernen am LBZB, das ist das Landesbildungszentrum für Blinde in Hannover. Genau, und nachdem das fertig war, habe ich letztes Jahr angefangen, Jura zu studieren, auch in Hannover. Das fand ich aber nicht so interessant und deswegen werde ich jetzt dieses Semester, also im kommenden Semester, quasi ein neues Studienfach anfangen. Aber auch wieder in Hannover bleiben, okay, wahrscheinlich. Okay, so, jetzt hast du schon mal sehr, sehr viel erzählt, wo die Hälfte natürlich denkt, so, was hat sie gemacht, wo ist sie hingekommen? Also, dröseln wir das mal ein bisschen auf, oder wie man das nennt. Erstmal nochmal zu deiner Blindheit. Du hast was gesehen früher, du hast Licht gesehen. Magst du nochmal erzählen, was hast du für eine Erkrankung, was siehst du jetzt, was hast du gesehen? Genau, also meine Erkrankung nennt sich, glaube ich, Sehnerventrophie. Ich weiß gar nicht, ob man das Erkrankung nennen kann. Also, ich hatte einfach von Anfang an keine vollständig ausgebildeten Sehnerven. Genau, und die haben sich dann wahrscheinlich einfach noch weiter zurückgebildet. Also ich konnte sowieso nur Licht erkennen. Also das bedeutet, ich konnte auch keine Umrisse sehen, sondern einfach nur so Schatten und Sonne und weiß ich nicht so. Wenn jemand vor mir stand, dann konnte ich einfach sehen, es ist ein Objekt vor mir, aber ich wusste halt nicht, was es ist. Genau, und das ist quasi einfach zurückgegangen in der letzten Zeit. Blind ist nicht gleich blind, das ist ja unser Motto bei dieser Interviewreihe quasi, und da sehen wir nochmal, da lerne ich auch mal was dazu von euch, das ist mir auch super interessant. Okay, also, ich habe übrigens eine Sonnenbrille auf, nur weil mich die Sonne sonst kaputt machen würde, die Augen, ist halt super wichtig. Gut, du warst auf einer Regelschule, war das jetzt richtig, habe ich das richtig gehört? Ja, das war richtig. Okay, magst du mal ein bisschen was dazu erzählen, wie war das für dich, genau. Also ich war von Anfang an eigentlich auf einer Regelschule, also auch in der Grundschule, und ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Glück, also während der gesamten 12 Jahre, die ich an Schulen war. Also meine Eltern waren sehr engagiert von Anfang an eigentlich. Und also zum Beispiel, ich weiß noch, dass es in der Grundschule, glaube ich, ein paar Schwierigkeiten gab. Also ich glaube, die Schulleitung war so ein bisschen, eine Lehrkraft war, glaube ich, ein bisschen skeptisch. Und dann mussten meine Eltern ziemlich lange noch diskutieren und erklären, dass es quasi trotzdem funktionieren kann, also inklusiver Unterricht. Genau, dann hatte ich aber auch vom mobilen Dienst sehen, also es sind quasi Förderschullehrer, die an die Schulen abgesandt werden sozusagen und da die Lehrkräfte und die blinden Menschen unterstützen. Da hatte ich auch eine Lehrkraft, die sehr, sehr engagiert war. Genau, und meine Schulassistenz hatte ich auch, also die quasi jeden Tag da war und geschaut hat, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Also sie hat mir quasi geholfen, mit Lehrern gesprochen, falls die Lehrer irgendwelche Probleme hatten oder irgendwelche Materialien besorgt oder so. Und sie war auch wirklich sehr, sehr, also eine ganz tolle Person. Und wir waren quasi so ein eingespieltes Team eigentlich immer. Also ich, ja, meine Eltern, meine Lehrer und meine Schulassistenz und eben diese Förderschullehrerin. Also es war wirklich ganz toll. Ich muss noch mal kurz eingrätschen. Schulassistenz, ne? Viele von euch wissen vielleicht gar nicht genau, was das ist. Du hast es ja zwar schon erzählt gerade, aber die Frage ist natürlich, sitzt diese Schulassistenz mit dir in der Klasse neben dir oder rufst du sie an, wenn du sie brauchst? Also ich glaube, in der Grundschule war das so, dass sie auch neben mir saß. Genau, meistens war das so. Später aber nicht mehr. Also sie hat dann auch ein eigenes Büro bekommen. Und ich fand es auch schöner, also dass sie dann da quasi im Büro war sozusagen und vielleicht auch einiges für mich umgearbeitet hat, irgendwelche Dateien, Materialien besorgt hat oder sowas. Und ich dann sozusagen nur dann sie gerufen habe, wenn ich was brauchte. Also ich saß quasi ganz normal neben irgendwelchen oder zwischen irgendwelchen Schülern und habe da quasi den Unterricht gemacht. Und fand ich, wie gesagt, schöner, weil ja, dann fiel das auch nicht so auf und es war einfach ein ganz normaler Schulalltag sozusagen. Okay, das ist ja auch ganz wichtig, ne? Wenn wir von Inklusion reden, ist ja teilweise das Problem, dass man dann zwar auf der jeweiligen Schule ist, aber dann vielleicht doch irgendwie Leute um sich herum hat und dann, ja, kann man doch nicht so den Zugang zu den anderen Schülern kriegen. Das war mir halt sehr wichtig, dass es da nicht so viele Hindernisse gibt sozusagen. Und dann hast du dein Abitur gemacht? Genau.
Und mit den Abiturprüfungen und so oder allgemein mit den ganzen Prüfungen. Du hast wahrscheinlich einen Laptop oder so gehabt oder wie hast du das gemacht? Ja, genau. Also ich habe einen Laptop auch, also so wie viele Blinde auch. Und da ist eine Sprachausgabe drauf installiert. Also die liest quasi alles vor, was am Bildschirm zu sehen ist. Also wirklich alles. Und auch wenn man zum Beispiel tippt oder so, dann werden die Buchstaben, die man schreibt, auch vorgelesen, sodass man halt auch gucken kann, ob man auch alles richtig schreibt. Zusätzlich zu dem Laptop gibt es noch so ein Gerät, das nennt sich Braillezeile. Das ist quasi vor dem Laptop und da wird ein Teil des Bildschirminhalts auch in Punktschrift wiedergegeben, sodass ich dann selber mit den Fingern halt noch gucken kann, also bei Bedarf nachlesen kann. Genau. Also es ist quasi Kombination aus Stimme und Punktschrift und so habe ich immer gearbeitet. Okay, bei den Abiturprüfungen, gibt es da irgendwie so eine Art Zeitzuschlag für dich oder sowas oder einen Ausgleich oder nicht, weil du ja schon einen Laptop und so hast und oder wie läuft das? Doch, ich hatte einen Nachteilsausgleich, genau. Ich meine, ich hatte ungefähr, also eine halbe bis dreiviertel Stunde hatte ich noch mehr. Genau, was gab es noch? Also die Prüfungen waren natürlich alle digital. Ich habe auch Mathe geschrieben, also im Grundkurs. Und da habe ich tatsächlich dieselbe Prüfung mitgeschrieben wie die anderen auch, aber ich hatte, also gerade wenn es um Vektoren ging, also um 3D, Geometrie und so, hatte ich noch so Modelle, die hat die Medienzentrale in Hannover fertiggestellt. Ja. Also die Medienzentrale gehört quasi auch zu diesem Zentrum, wo ich diese Ausbildung gemacht habe. Und genau, und die stellen so, also die machen Bücher quasi digital für Blinde oder stellen irgendwelche 3D-Modelle her. Ja. Und ich hatte auch solche Modelle dann angefertigt. Okay, jetzt mal meine Frage hier. Nachteilsausgleich, Deutschprüfung sagen wir mal. Ja. Du kannst doch mit dem Laptop ist wahrscheinlich ziemlich, ziemlich schnell lesen. Eigentlich kommst du doch mit der Geschwindigkeit an sehende Personen ran. Und mit dem Tippen bist du wahrscheinlich auch schneller als jemand, der mit der Hand schreibt, oder nicht? Ich frage einfach mal. Ja, also doch mit dem Tippen auf jeden Fall. Also ich schreibe relativ schnell. Aber das Problem ist, also ich lese auch relativ schnell. Also die Sprachausgabe ist ziemlich schnell, also auch schneller als ich spreche. Aber wir können Texte nicht überfliegen. Also wir können uns quasi nur diese eine Zeile anhören. Und gerade im Deutsch zum Beispiel, ich hatte Deutschleistungskurs, da gibt es halt wirklich sehr, sehr lange Texte teilweise. Und da kann man nicht mal eben den Text schnell überfliegen, sondern man muss wirklich jedes Mal von Anfang bis Ende oder sich ungefähr merken, wo was stand und dann quasi an diese Stelle zurück. Aber man weiß einfach nicht genau, wo. Und das ist halt das Problem. Also man hat eigentlich mehr Zeit, beziehungsweise man ist schneller, aber wiederum auch nicht, weil man einfach den Text quasi nicht überfliegen kann, wie Sehende das machen. Sehr schön erklärt auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir für einige auch mal die Frage beantwortet. Ja, genau. Es läuft zwar einiges schneller, aber naja, gibt dann wiederum andere Herausforderungen, die wir in dem Bereich dann bewältigen müssen. Oder du in dem Falle. Genau. So, du hast jetzt dein Abitur gemacht und jetzt hast du was von der blindentechnischen Grundausbildung gesagt. Okay, warum hast du das gemacht? Es lief doch jetzt alles inklusiv in der Schule und war doch alles toll, oder nicht? Ja, es war wirklich alles toll. Also ich hatte eine ganz schöne Schulzeit auch. Aber dann habe ich halt gedacht, fürs Studium wollte ich eigentlich ausziehen. Also quasi aus der Region Bremen so ein bisschen weg und einfach mal ja, woanders hin. Und da dachte ich mir, ich brauche vielleicht einfach noch so ein bisschen Fertigkeiten so im selbstständigen Wohnen sozusagen. Also ich muss einfach einige Sachen noch auffrischen. Zum Beispiel, wie koche ich alleine oder weiß ich nicht, wie finde ich mich in unbekannten Umgebungen zurecht? Also wie mache ich das, wenn ich einfach irgendwo bin und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss oder ich kenne es einfach nicht. Weil also dieses klassische Mobilitätstraining ist ja so, dass man sich die Wege quasi dass man sich die Wege merkt. Man läuft einen Weg quasi 3-4 Mal oder mehr ab und dann lernt man den auswendig. Aber das kann man nicht immer machen. Also eigentlich ist es viel wichtiger, sich darauf vorzubereiten, wie man in unbekannten Situationen oder Umgebungen quasi sich zurechtfindet. Also welche Möglichkeiten habe ich und wie mache ich das? Und genau das habe ich quasi gemacht. Also ich habe parallel sehr viel Mobilitätstraining gemacht, also sowohl in bekannten Umgebungen als auch in unbekannten Umgebungen. Und später auch so Sachen wie führe ich einen Haushalt, weiß ich nicht, wie reinige ich am besten ein Zimmer oder sowas. Also einfach Sachen, die man braucht für selbstständige Wohnen. Genau, und danach, also als ich fertig war, habe ich tatsächlich auch dann eine Wohnung in Hannover gemietet und wohne jetzt in der WG zusammen mit einer Freundin. Okay, Frage, ist die Freundin blind? Nee, sie kann sehen. Genau, das fragen auch sehr viele. Nee, sie kann sehen. Wir haben uns auch vorher schon kennengelernt, also wir kennen uns seit 6 Jahren und verstehen uns auch sehr gut. Und dann haben wir halt gesagt, dass wir zusammen im selben Ort studieren wollen. Genau, und dann sind wir zusammengezogen. Würdest du sagen, dass die blindentechnische Grundausbildung dich auch deutlich weitergebracht hat? Also bist du jetzt selbstsicherer? Bist du auf alles vorbereitet? Man ist nie auf alles vorbereitet, aber das wäre mal so eine Frage. Ich denke schon. Also wir haben sehr, sehr viel Mobilitätstraining gemacht, weil das sozusagen mein persönlicher Schwerpunkt ist. Also ich bin sehr gerne unterwegs, ich möchte auch viel reisen, auch später würde ich gerne ein Auslandssemester machen. Und da habe ich gesagt, okay, Mobilitätstraining ist halt sehr wichtig.
Und gerade da haben wir wirklich sehr, sehr viel gemacht. Also wir waren sehr oft unterwegs, teilweise auch in unbekannten Umgebungen irgendwie und also immer neue Situationen. Und ich hatte teilweise auch so gewisse, wie soll ich sagen, also so Ängste oder irgendwie, ich war immer sehr angespannt vorher, wenn ich so über eine Straße laufen musste und so. Und jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Also ich weiß, ich werde nicht sofort überfahren, wenn ich über eine Straße gehe. Oder ich weiß, okay, das sind zwar gerade Straßenbahngleise oder so, weil ich hasse es, über Gleise zu laufen. Aber wenn man aufmerksam ist, dann wird man auch nicht von der Straßenbahn überfahren, sondern man läuft einfach ganz normal über diese Gleise rüber und dann ist okay. Du hast wahrscheinlich auch Freunde dort dann gefunden, weil du warst ja wahrscheinlich nicht alleine, oder? Nein, ich war nicht alleine, genau. Also ich war im Internat quasi in so einer Wohngruppe und da waren halt andere, die da... ich meine, sie haben einen Realschulabschluss gemacht oder eine Ausbildung. Also man kann da zwei verschiedene Ausbildungen machen, also normale quasi. Genau, und die haben da irgendwelche Ausbildungen gemacht, während ich sozusagen diese einjährige Maßnahme durchlaufen habe. Okay, kommen wir jetzt zu deinem Studium, ne? Abitur gemacht, du willst was studieren. Du hast mit einem Studiengang Jura angefangen und hast jetzt irgendwie gemerkt, das ist nichts für dich. Warum ist das nichts für dich? Weil es persönlich einfach nicht interessant ist oder hat das was mit deiner Beeinträchtigung zu tun? Nee, das hat tatsächlich nichts mit der Beeinträchtigung zu tun. Im Gegenteil, also gerade bei Jura ist es so, ich hatte von Anfang an schon sehr, sehr viele Materialien. Also es ist halt wichtig, dass man die Sachen digital hat. Also weil ich ja den Laptop habe und so, ich brauche eigentlich alles digital. Also solange es irgendwie ein E-Book oder sowas gibt, dann ist eigentlich alles gut. Und gerade bei Jura ist es so, also die ganzen Gesetzestexte sind halt alle online. Weiß ich nicht, es gibt sehr viele Datenbanken, wo es ganz viele Zeitschriften und Bücher und alles Mögliche schon gibt. Also in der Hinsicht ist Jura schon ganz, ganz entspannt eigentlich. Also wenn man als Blinder Jura studieren möchte. Es war einfach nur, es hat mir einfach nicht so gefallen. Also es ist nicht so meine Leidenschaft, habe ich einfach gemerkt. Ich möchte Englisch und Politik studieren im Bachelor, quasi im Zweifach-Bachelor. Und dann für den Master halt schauen, was ich mache. Also entweder auf Lehramt, also ich will die Option offen lassen, oder quasi einen anderen Master und dann später gucken, wo ich lande einfach. Okay, aber du hast auf jeden Fall eine Perspektive für dich gefunden. Und das ist nämlich auch so das Wichtigste, dass man für sich auch findet, so was möchte man machen. Ich verstehe natürlich, dass das alles auch nicht für jeden, der jetzt auch hier vielleicht zuschaut, nicht für jeden einfach ist, zu sagen, ja, ich will jetzt das studieren oder ich mache dies oder jenes. Genau. Ne? Also gerade beim Studium ist es ein bisschen schwierig. Also der Grund, warum ich zum Beispiel Jura genommen habe, war also natürlich auch ein bisschen Interesse. Also ich interessiere mich ja auch eigentlich für die Problematik, für diese ganzen Fälle und so. Ich finde es schon spannend. Aber ich hatte immer im Hinterkopf, okay, du bist blind, du kannst nicht überall arbeiten. Also ich kann nicht einfach so irgendwo hingehen und dann einfach anfangen zu arbeiten. Und ja, meine Familie hat das quasi auch immer so ein bisschen wiedergegeben. Also ja, Jada, du bist blind, du musst halt gucken, dass du irgendwo was findest und dann auch wirklich, also am besten so einen schönen, sicheren Job, weil man weiß ja nie irgendwie. Und ja, deswegen habe ich gedacht, okay, mit Jura hat man ziemlich viele Möglichkeiten am Ende. Und es gibt sehr viele blinde Juristen schon. Und ich dachte mir, okay, wenn so viele Blinde Jura studieren, kann ich es auch machen. Und dann komme ich halt irgendwo... keine Ahnung, in irgendeine Behörde vielleicht oder so oder vielleicht sogar höher, habe ein gutes Gehalt und ich bin relativ sicher und erledige Dinge, die halt für Blinde relativ einfach zu erledigen sind. Das war so ein bisschen meine Motivation auch dahinter. Okay. Das ist ein bisschen schwierig. Also man darf sich nicht nur davon leiten lassen, finde ich. Also man sollte definitiv schauen, was einem am meisten liegt, also was einem am meisten Spaß macht, weil ich glaube, wenn man engagiert genug ist, also wenn man quasi vernetzt ist und irgendwie den Kontakt zu Menschen sucht, ich glaube, dann findet man trotzdem auch in diese ganzen Stellen rein. Also auch quasi außerhalb dieses typischen, ja, Blind- und Jura-Bereich sozusagen. Es gibt so viel mehr, was man halt machen kann und man muss es eigentlich nur wagen sozusagen. Das ist meine Einstellung. Das war ja schon fast ein Abschluss mit den motivierenden Worten. Aber ich habe trotzdem noch eine Zwischenfrage an dich. Magst du irgendeine Geschichte mit uns teilen? Irgendein Erlebnis, was vielleicht positiv oder nicht so positiv war, in Zusammenhang mit deiner Blindheit? Also positive Erlebnisse gibt es sehr, sehr viele. Also es gibt jetzt, glaube ich, keins, was wirklich heraussticht, weil es gibt einfach, ja, weiß ich nicht, ganz viele Begegnungen einfach, weil Leute auch irgendwie helfen und so. Und auf der Straße, man begegnet einfach sehr vielen Menschen. Und ich höre dann halt teilweise auch viele inspirierende Sachen. Also positive Sachen gibt es wirklich sehr, sehr viele. Also die negativen Sachen bleiben ja eher im Kopf. Und ich hatte das zweimal tatsächlich, dass Leute angefangen haben zu weinen, als sie mich gesehen haben. Ja, also einmal, ich saß im Zug einfach und habe eigentlich irgendwie nichts gemacht und einfach nur saß da, habe irgendwelche Sprachnachrichten gemacht oder so. Und dann habe ich einfach gehört, auf einmal die Person gegenüber fängt an zu schluchzen irgendwie. Und das war dann so eine ältere Dame, die Lehrerin war übrigens. Also es hat mich sehr gewundert, weil ich dachte, eine Lehrerin begegnet sehr, sehr vielen Menschen tagtäglich, ganz vielen unterschiedlichen Menschen und müsste eigentlich so ziemlich gefasst sein eigentlich auch, also auf sowas. Aber war es tatsächlich nicht. Also sie dachte, dass mein Leben ganz schrecklich ist und irgendwie, dass es mir ganz, ganz schlecht gehen muss und so. Und dann habe ich eine ganze halbe Stunde lang, glaube ich, bis sie aussteigen musste, habe ich ihr quasi erklärt, wie, also genauso wie jetzt, wie alles funktioniert, wie ich arbeite, was ich bis jetzt gemacht habe. Genau, und dann meinte sie am Ende, ja, jetzt muss ich nicht mehr weinen, weil sie kriegen ja alles hin. Und dann habe ich halt auch gesagt, dass gerade so dieses Mitleid und so, dass es halt eigentlich nicht der richtige Umgang ist oder das ist halt, ja, einfach...
also dass man sich das auch nicht wünscht, sozusagen. Man möchte ja nicht bemitleidet werden. Ich würde jetzt sagen, Jada bringt Menschen zum Weinen als Videotitel oder sowas. Ja, aber das ist sehr witzig. Okay, interessant auf jeden Fall. Ich wollte mal sagen, wir biegen jetzt mal langsam in Richtung Schluss. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lang dieses Video geworden ist. Ich glaube, sehr lang. Sehr lang, egal. Was möchtest du noch als letzte Worte den ZuschauerInnen mitgeben? Was möchte ich mitgeben? Also, ich finde es sehr wichtig, also ich habe ja gesagt, einfach machen, worauf ihr Bock habt und so, das finde ich sehr wichtig, aber ansonsten auch was ganz anderes, klärt auf, soweit es halt geht. Also gerade, es gibt wirklich sehr, sehr viele Vorurteile noch und egal, also es muss nicht unbedingt Blindheit sein, es muss nicht irgendeine Beeinträchtigung sein, egal wo, einfach mit den Leuten sprechen. Also wenn man, also es gibt wirklich einige Fragen, da denkt man sich so, boah, warum stellt er jetzt diese Frage? Aber man muss sich mal sich in die Perspektive der anderen hineinversetzen sozusagen und man weiß einfach nicht alles und man hat einfach nicht so, also man kommt auch nicht immer damit in Berührung sozusagen. Und deswegen einfach, solange man die Zeit hat und die Geduld, klar, man braucht ein bisschen Zeit und Geduld und so, nicht sofort genervt sein, einfach mit den Leuten sprechen. Und das ist wirklich das effektivste Mittel, meine ich, gegen Vorurteile und so offen wie möglich sein. Also einfach, ja, irgendwie nett und höflich auf die Leute zugehen und dann geht das schon. Okay, ihr habt's gehört, das war Jada heute bei uns im Video. Blind ist nicht gleich blind. Ich muss selber überlegen über mein Motto. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, gerne auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil die Sache ist natürlich, ich weiß auch nicht alles und durch euch oder durch die Interviews lerne ich ja auch mal das eine oder andere dazu. Deswegen bedanke mich, dass du hier gewesen bist. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Daumen nach oben oder abonnieren. Ja, ihr kennt liken, die Geschichten. Ne? Schön liken, genau. Und Kommentare natürlich in die? Kommentare. In die Kommentare, Kommentare, in die Kommentare, genau. Da muss ich auch mal ein bisschen Witz haben. Also, ich wünsche euch was, haut rein, bis zum nächsten Video.